Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge ETS, nachdem ich jetzt erstmal gefrühstückt habe. So. Let's go. Road to the Black Sea DLC. So. Wir waren hier irgendwo am Arsch der Welt. Ah, genau, hier bei der Autobahn, bei der Constellation. Wir waren ja aber noch nie, ne? Nee, hier im Let's Play waren wir noch nicht. Die Strecke habe ich bloß einmal privat abgefahren. Ich spiele privat ja auch ein bisschen. Also von daher, let's go. Lass uns loslegen. Genau, wir haben gerade gepennt, getankt ist. Let's go. Man könnte auch natürlich, ne, weil ich ja letztens gesagt habe, dass es hier, wenn wir aus der Position, wo wir gerade waren, tanken wollte, man hier so rumfahren müsste, könnte man es natürlich auch andersrum machen. Man fährt erst tanken und fährt dann von den Tankposten einfach hier komplett quer über die Wiese auf die Parkplätze dort. Hat man auch relativ gute Dings da. So. Genau, wir müssen hier lang und dann die Strecke wieder Stücke zurück. So, warum ist meine Kamera so komisch eingestellt hier? Was ist denn da los? So, ist ruhig hier auf einmal. Vorbei. Geht so auf, ne? Ja. Diese Lichtkegel hier sind aber auch sehr fein, ne? Also, ich meine, wenn die Lampe da ist, also der Lichtkegel ist von der Lampe hier irgendwo, also sieht ja nicht, aber ja, auf jeden Fall, wenn die Lampe da ist, Lichtkegel denn hier so klein. Weiß ich nicht. Sieht komisch aus. Warum ist das so? Ich verstehe das nicht. Hätte uns fetten Bus, ne? Und jetzt ein LKW. Dieser rote Strich hier sah so aus wie diese Namensanzeige von den Bussen. Auch gerade ist ein Bus. Ah ja. Thank you.
bitte rechts halten. Boah. 30 Stunden Reserve haben wir noch. Gut. Sehr schön. Weißt du was? So. Ein bisschen Bankmanagement kann nicht schaden. Die Formel pennt schon wieder.
noch 1700 Kilometer. Achso, wer sich by the way wundert, warum ich eigentlich immer mit dem Bremsen mein Tempomaten ausschalte. Das heißt, das liegt nicht daran, dass ich nicht weiß, dass man den Tempomaten auch mit der C-Taste ausschalten kann. Denn man kann ja hier mit der C-Taste ausmachen und anmachen. Sondern es liegt daran, dass man nicht immer den Tempomaten sieht. Ja, ich meine, jetzt bei dem LKW, bei der aktuellen Einstellung sieht man den. Aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel, das war falsch. Was hat mir überhaupt? Egal. Ich möchte sterben. Ah nee, okay, gut. Bei dem LKW sieht man es ja immer. Genau, das ist ja hier im Tacho mit drin. Da war die erste Taste also doch die richtige. Nee, aber es gibt halt zum Beispiel LKW, zum Beispiel beim American Truck Simulator, den Kenwood, den ich fahre, und den Petabyte, den ich immer fahre, also die beiden. Da sieht man es halt nicht immer. Und wenn man halt nicht weiß, ob der Tempomat halt vorher aktiv war oder nicht, und man einfach sicher gehen möchte, dass der Tempomat nach Betätigen aus ist, dann kann man halt die C-Taste nicht benutzen. Weil, wenn er dann schon aus war, dann schaltet man ihn damit nämlich ein. Weil es halt so eine Tockeltaste ist. Und deswegen schalte ich den Tempomaten halt gewöhnungsbedürftig immer damit aus, dass ich halt mal ganz kurz auf die Bremstaste drücke. Damit wird er nämlich auch deaktiviert. Und dann weiß ich wenigstens auch, dass danach der Tempomat auch wirklich raus ist. Naja. Also wie gesagt, falls sich da jemand gewundert hat. Ach ja, Sonnenaufgang. Gleich ist es hell und dann müssen wir es wieder pennen packen. Geil. Aber wenigstens dürften wir diesmal, ich meine, es ist garantiert, obwohl. Es ist sofort 10 Uhr oder so, dass wir pennen müssen. So, ich schätze mal so 9 Uhr rum, warte mal kurz. 3 Stunden. Also 8 Uhr rum. Na gut. Dann pennen wir so gerade mal bis 14 Uhr oder so. 14, 15 Uhr. Kriegen wir so doch noch relativ viel vom Tag mit. Okay. Nicht, dass wir jetzt hier auf so eine beschissene Zeit eingependelt haben, dass wir jetzt wieder hier andauernd Nachtfahrten haben. Das ist ja für YouTube nicht so optimal. Ach Gott. Wollt gerade auf die rechte Spur wechseln, aber die ändert da ja kurz dran nach. Also ich muss eindeutig sagen, gut, mag vielleicht daran liegen, dass ich selber Europäer bin und dementsprechend Europa für mich halt, keine Ahnung, zu greifbar ist, ne? I don't know. Aber jetzt, wo ich so privat auch beide Spiele spiele, muss ich sagen, eindeutig American Truck Simulator, also Amerika, hat definitiv die schöneren Landschaften. Was jetzt nicht heißt, dass jetzt ETS einfach schlecht implementiert ist oder so, sondern einfach Europa hat halt nicht so viel zu bieten, was so Landschaften angeht. Ne? Ist halt. Du hast halt hier meistens nur Wälder oder halt Wälder und so dieses. Ne, so diese großen, weiten Steppenlandschaften, die fehlen hier halt einfach. Und dann ist hier auch noch alles so relativ eng, überall hast du Leitplanken. Macht halt einfach nicht so ein schönes Feeling wie in Amerika. Weiß nicht. Auf jeden Fall ist es mittlerweile sogar schon so, dass ich privat kaum noch ETS spiele. Sondern eigentlich nur noch ATS. Deswegen habe ich auch schon eine Weile kein ETS mehr gespielt. Aber gerade jetzt, wo ich so privat halt ATS gespielt habe, eine Weile,
und jetzt wieder ETS spiele, dachte ich so, okay, dann funkt die Liebe wieder ein bisschen auf. Aber nee. So gar nicht. Kann das natürlich auch daran liegen, dass ETS im Vergleich zu ATS halt so entschleunigend wirkt. Aber weil man halt in Europa viel langsamer fährt. Ich meine, in Amerika, im American Truck Simulator, da fährst du teilweise bis 80 mph. Also, weit über 100 km/h. Und hier dongelst du halt nur so rum. Ich weiß nicht. Was halt eine schöne Gegend ist, ist halt hier unten die. Das weiß ich, hier ist eine sehr schöne Gegend. Hat noch viele interessante Sachen. Genauso wie allgemein hier, so in dem Bereich hier. Also, ja, so mehr so im Osten so. Aber hauptsächlich halt hier unten. Ja, aber Deutschland ist halt ultra langweilig. Da ist halt nur Leitplanken überall. Das ist jetzt auch noch eine schöne Gegend. Ja. Nee. ATS definitiv schöner. Gerade jetzt auch das neue Montana. Also, geil. Sehr, sehr geil geworden, das Ganze. So, achso, wir müssen mal gucken. Wo wir eigentlich mal parken können, wegen Schlafen. Also hier ist eine und das nächste, okay, da hinten wäre eins. Das heißt, hier könnten wir pennen. Das passt doch mit den anderthalb Stunden ungefähr. Ja, das sieht gut aus. Okay, dann machen wir das. Wir werden trotzdem erstmal hier stehen, ne? Aber wir pennen jetzt hier nicht. Lass uns eine neue Route finden. Ups, ein bisschen zu weit gerollt. Ja, so schon besser. Perfekt. So. Ja. So, dann soll es das mit der Folge gewesen sein und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder.